Guten Tag. Guten Tag, grüß Gott. Guten Tag, Herr Lanz. Guten Tag. Wie wir bereits telefonisch besprochen hatten, möchte ich mit Ihnen ein kurzes Interview führen. Die ersten Einblicke in Ihr künstlerisches Schaffen habe ich auf Ihrer Internetseite bekommen. Und durch die dort gesammelten Eindrücke wollte ich mit Ihnen Kontakt aufnehmen, was ja gerade geschieht. Würden Sie bitte am Anfang etwas über sich sowie Ihre bisherige künstlerische Karriere erzählen? Ja, also geboren bin ich am 10. August 1946 im malerischen Ort Katowice-Gischowitz, inmitten von Wiesen und Wäldern, zwei Familienhäuser mit Gärten, Hühnern und Tauben. Im Jahre 1959 sind wir nach Tschechien gezogen, in einem riesigen Wohnblock. Im darauffolgenden Jahr begann ich meine Ausbildung am Gymnasium in Wisła, der Perle der schlesischen Beskiden. Dort war es, dass ich unter dem Eindruck der malerischen, märchenhaften Landschaft anfing, alles mit Bleistift zu zeichnen, was mich interessierte. 1979 brachte mir meine Mutter aus Deutschland echte Farben, Gelfarben, Marke Van Gogh, mit. Damals malte ich auch mein erstes Ölbild. Ich wählte mir wie fast alle jungen Künstler eine schwere Anfangsaufgabe. Ich malte das Porträt von Wojciech Kosak zu Pferd und 1981 das Porträt von Rodakowski nach. Beide Bilder zähle ich bis heute zu meinem Eigentum. Das können wir nachher sehen. Danach kamen die Jahre der Dürre, Untätigkeit. 1981 bin ich dann auch nach Deutschland übersiedelt und 2004 bei dem Besuch einer Ausstellung lernte ich Gerhard Zank kennen. Ein fantastischer Mensch und wie sich herausstellte, einer der besten lebenden Landschafts- und Jagdszenenmalers Deutschlands. Am nächsten Tag bin ich nochmal zurückgekommen mit meinen Bildern, denen ich kaum noch Beachtung schenkte. Auf den Vorschlag von Herrn Zank fing ich an, seine Seminare zu besuchen, die er zweimal jährlich bei uns abhält. Bis heute arbeite ich unter seinem wachsamen Auge und habe seitdem etwa 130 Bilder in verschiedenen Größen gemacht. Im März 2006 bin ich dem Kraichgauer Kunstkreis beigetreten. Meine Kunstwerke präsentiere ich bereits in mehreren Ausstellungen in Bad Rappenau, Eppingen, Sinsheim und auch in Heilbronn. Auch weiterhin werde zu meinen Themen als Hobbykünstler die Landschaften gehören, insbesondere Winterlandschaften sind meine Leidenschaften. Also wir sind jetzt hier in Ihrem Arbeitszimmer, Herr Lanz. Ja, ja. Wie viele Stunden pro Tag verbringen Sie hier? Ziemlich viel, aber mehr am Computer wie am Malen. Ja. Weil male ich nur, wenn ich Lust und Laune habe zu malen. Das ist ganz selten, aber wenn ich schon anfange, da geht es schon los. Mhm. Dann kriegen Sie sozusagen einen Schub. Richtig, da interessiert mich nichts anderes, nur Malerei und widme ich mich mit Herz und Seele meinem Hobby. Ja. Was sind Ihre Vorlieben im Kreis der Malerei? Mein Motto lautet, es gibt nichts Schöneres als die Natur, die nur der Mensch vernichten kann. Das soll alles erklären.